Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wir sind aktuell dabei und mal wieder nackt unterwegs und versuchen hier zu überleben. Ja, also ich habe das Gefühl, wir müssen diese Viecher hier irgendwie benutzen, sinnvollerweise. Aber wie man die jetzt genau als Waffe oder sowas einsetzt, weiß ich noch nicht so genau. Also ich habe das zwar so einen Prügel, aber den kann ich da nicht wirklich drauf tun. Ich mach's jetzt mal trotzdem. Vielleicht geht das irgendwie dennoch. Mal schauen. Hey. Aber glaub nicht so ganz. Ich pack jetzt trotzdem mal den Prügel hier vorne drauf. Und dann lasse ich den einfach mal fahren. Mal sehen, was passiert. Also es macht auf jeden Fall irgendwas. Wir reden jetzt auf jeden Fall alle frei. Doch schön. Ja, schön. Dann nehmen wir noch den anderen dazu. Den lasse ich da auch nochmal hinfahren. Und wir machen gar nichts. Hätte ich gesagt. Wobei, warte mal. Ich kann auch hier jetzt mal so... Ah, ich habe kein Bombending. Ich habe das da. Macht das dann? Ich schieße da mal trotzdem rein. Okay, jetzt passiert leider nichts. Die sind aber jetzt mit dem Vieh beschäftigt, ne? Dann kann ich doch jetzt eigentlich hier... Oh. Mich darum kümmern. Während die nämlich mit dem Vieh beschäftigt sind, kümmere ich mich einfach darum. Voll clever. Oh. Warte mal. Oh. Jetzt sind die leider wieder... Oh, kümmere dich mal darum. Sind die leider wieder mit mir beschäftigt gewesen? Das war ein bisschen dumm. Pass auf. Das da auf den... Nee, gar nicht wahr. Das nehmen wir in die Hand. Dann nehme ich das und packe das in die Hand. Lege es auf den Boden. Dann Schnellsynthese. Der Langstock ist schon was dran. Scheiße. Habe ich nicht gesehen. Ist aber egal. Habe ich Essen? Ich habe kein Essen. Ich muss jetzt versuchen, aus der Distanz heraus eben die Viecher wegzumachen. Schön aus der Distanz. Bleib mal schön weit weg. Ich will euch gar nicht bei mir haben. Wie viel der aushält, der Junge. So, warte, dann kann ich jetzt diese Waffe nehmen. Oh, Scheißdreck. Okay, das wird nichts mehr. Oh, oh. Okay. Scheiße, Bruder. Alles klar, okay. Ja, es ist übel. Die sind leider übel. Ich kann höchstens versuchen, die einzeln rauszuziehen. Und dann ein bisschen Damage zu machen. Wie viel sind das denn noch? Noch drei Stück. Holy shit, okay, pass auf. Ich schicke da jetzt einfach die anderen Roboter hin. Und lass die mal machen. Das ist ja irre. So, die kriegen auf jeden Fall gut Damage. Das ist auch gut so. Den nächsten noch drauf. Oben ist halt noch einer, der mit Pfeilen schießt. Der wird ein Problem. Weil der könnte mich treffen. Das wird gefährlich. Den muss ich ihn wegmachen. Den muss ich als erstes noch wegmachen, weil wenn der mich trifft, habe ich ein Problem. Na komm. Tot?
Ja, der ist weg. Sehr gut. Wir haben nämlich sehr wenig Herzen nur noch. Das ist nicht gut. Aber es ist ja kein Thema. Hier, schau mal. Das wird gut. Wobei, wir können auch das einfach nehmen, ne? Und fallen lassen, oder? Angst, da irgendwas mit denen zu machen. Ohne Spaß, die Roboter sollen das mal zu Ende bringen. Die machen das gut. Der eine ist jetzt tot. Der andere ist gleich tot. Oh, geh weg. Ich hab keinen Bock, dass wir von dem jetzt noch weggemacht werden irgendwie. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, ist das ärgerlich. Alle weg, das war der letzte. Oh, du glaubst es nicht. Oh, nee. Wie ärgerlich. Hätte ich mal safe geplayed. Hätte ich mal einfach safe geplayed. Na gut, steckst du nicht drin. Alles klar. Och nö, alles nochmal. Bis nächstes, Leute. Oh, ich dreh durch. Ernsthaft? Ja, ich weiß. Das gibt's doch jetzt nicht. Das lief so gut. Dabei lief's richtig scheiße am Anfang. Ich habe Scheiße gebaut, aber gut. Jetzt wissen wir Bescheid. Wie hab ich denn den vorhin aktiviert? Wenn ich irgendwo einen Waffenständer oder so, dann musst du die Waffe mitnehmen, ne? Läuft schon wieder geil. Okay. Wird gut. So, pass auf. Mach den mal eben weg da. Gut, sehr schön. Okay, das wird super. Und den Bogen. Den Bogen heben wir uns auf für das Vieh oben. Machen wir folgendes. Ich versuche die mal einzeln anzulocken. Das ist ja der Trick. Und habe ich die alle auf einmal angelockt. Das war ein bisschen... Wobei, das ging ja auch. Vielleicht geht das ja sogar noch. Wenn ich die wieder alle auf den Haufen bekomme und die sind dann abgelenkt. Ach, das ist ärgerlich, oder? Jetzt mal ernsthaft. Das ärgert mich. Wir waren... Also es lief ja so gut. Ernsthaft, das lief ja, also es lief ja hervorragend. Ich hab nur halt einmal, als ich mit der Lanze darum geeiert bin, habe ich die Viecher so toll erwischt. Das war ein bisschen doof. Sonst war es gut. So. Leider hat der mich entdeckt. Das ist, oh, die haben mich beide entdeckt. Das ist schlecht gelaufen. Okay, er geht wieder zurück. Und das ist nur noch einer. Und bei nur noch einem kein Thema. Einen ziehe ich mir raus. Komm her. Solange es nur einer ist, der mich da irgendwie sieht. Wobei, jetzt sind die ja wieder alle beschäftigt. Können die auch ruhig weiter mit dem Roboter rumeiern. Und ich versuche mal irgendwie an der... daran vorbei mich zu schleichen. Während die nämlich da mit dem Roboter beschäftigt sind, kann ich was anderes machen, weißt du? Oh. War so meine Hoffnung. Oh. Ach, scheiße. Hör auf mit dem Kacke. Komm her. Oh, jetzt wirft er mit Scheiße. Komm mal her, du. Ich lass die nämlich schön da mit den Robotern spielen. Und ich mach gar nichts. Das ist der Trick. Bleib schön weit weg. Die müssen mich gar nicht sehen. Und das ist nämlich der Trick. Können die da weiter mit den Robotern spielen? Die einen kriegen jetzt auch noch eine Rakete oben drauf. Ja, guck mal. So. Oh, wieso drehst du dich denn immer so doof? Dankeschön. Jetzt kriegt der nämlich noch so ein Ding drauf. So.
Jetzt pass auf. Was jetzt passiert? Nehme ich den. Schicke den wieder los. Los, komm. Oh, nicht auf mich. Nicht auf mich. Oh, Leute, ist falsch rum. Scheiß Dreck. Oh, ist doch nicht wahr jetzt. Das ist ja mal richtig dumm gelaufen. Haha, wie dumm. Kacke. Na egal, die brennen trotzdem. Okay, das ist, also die Idee war gut, sag ich mal. Ne? Die Idee war gut, die Umsetzung war jetzt eher schlecht. Jetzt warte mal, wenn wir uns anschleichen, vielleicht kriegen wir den... Ich glaube, er hat uns gesehen, oder? Nee, warte. Uns nicht gesehen. Ich schleich mich mal an. Richtig gut. Schleich mich mal leise an. Ich merke das dann nicht. Und dann mache ich so einen schönen, super starken Angriff. Leise bleiben. So viel zum Thema Überwältigungsangriff. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Okay, so, bis jetzt wurden wir noch nicht wieder entdeckt, ne? Wir sind da alle gut beschäftigt mit ihren lustigen Sachen. Dann nehme ich mir jetzt mal diesen Roboter. Merke mir bitte, in welche Richtung der fährt. Guck mal eben. Was? Das ist vorne. Alles klar. Warte, 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 nicht weg. Nein, bleib schön hier. Ich schraub dir nämlich noch eine Rakete dran oder was auch immer das ist. Und dann geht's gleich richtig steil. Weiß nicht, was das ist, aber es wird bestimmt Aua machen. Und darum geht's. Viel Spaß! Uiuiui, okay, alles klar. Die kümmern sich drum. Ich bleib mal lieber weg. Gibt's noch mehr Roboter? Ich guck mal, ob es hier noch mehr gibt. Also während sich die Roboter darum kümmern, hau ich mal noch ein paar. Hier ist noch einer. Da kann ich noch so einen Laser geben. Nice. Oh, oh. Oh, der Laser. Wurde offensichtlich entdeckt. Das hätte ich gern, wa? Na, komm her. Kleines Kackvieh. Da guckst du doof, ne? So, Achtung, jetzt schrauben wir den Laser da drauf. Ich finde das schön, dass das Laser so ein Einhorn ist, ne? Das finde ich ist witzig. So. Laser drauf. Dann lassen wir mal noch so ein Laservieh los. Das wird noch lustig. Fühle ich sehr. Oh, warte. Oh, oh. Oh, lol, wieso klötert das jetzt da runter? Ist das denn noch zu fassen? So, Achtung. Und los geht die wilde Fahrt. Und ich hau ganz schnell ab. Du laserst da mal einfach rum, ja? Laser mal die Typen an. Dankeschön. Ja, jetzt kann es nicht mehr lange dauern. Wo schießt denn mein Raketending hin? Eben kurz ausschalten, so. Der hat leider leichte Wegfindungsprobleme, deswegen einmal nach unten. Oh oh. Und er fährt leider straight drauf zu, das ist das Problem hier gerade. Mach mal bitte aus hier, das ist mir zu gefährlich. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Eieiei, okay, das ist eine witzige, das ist ein witziges Ding gewesen. Also, das ist wirklich, das war lustig. Die erste Runde war ein bisschen kacke, also was so frustrierend war. Aber nachdem man dann wusste, dass man hier die Dinger überall mit Waffen versehen kann, dann wurde das schon ziemlich spaßig. Auch wenn es ein bisschen gefährlich war für uns selber so jetzt, ne? Aber das war cool. Das hat echt Bock gemacht. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass unsere eigenen Kreationen uns jetzt nicht umbringen. Deswegen hauen wir mal lieber wieder ab hier. Das war echt gut. Das war schockig.
So, was haben wir denn hier? Choink. Gamma-Elite-Lanze. Mit dem Gnadenstoß. Was kann denn da mal weg? Bin gerade sehr lanzenmäßig unterwegs. Ja, hier der Hartholzstock, der kann weg. Danke dir. So, und dann raus hier. Das war doch ein Vergnügen. Kann man so sagen. Jo, danke dir, danke dir. Schon wieder zwei Stück, ne? Es geht voran. Plank. Oh, mein Kaffee ist alle. Das ist schlecht. Ich habe zum Glück noch Wasser. So. Okay, nun haben wir das. Dann würde ich sagen, machen wir uns von hier aus direkt auf zu der nächsten Stallung, die wir ja gleich da vorne sehen. Wenn wir dann schon mal da sind, ne? Können wir die gleich mitnehmen. Stall von Südakala. Was ist denn hier los? Hier gibt es doch erstmal wahrscheinlich wieder einen Brunnen. Hallo Hundi. Ein Orakel, hm? Mein Kollege scheint auch schon wieder da zu sein. Was macht er da hinten? Ich hau da drauf, bis das kaputt geht. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Entschuldigung. Geht einfach nicht kaputt. Was? Ich habe diesen Erzbrocken zuerst gefunden. Also werde ich ihn auch zerbrechen und mir die Edelsteine holen. Ich habe nur so viel geschwitzt, dass ich gar nicht mehr richtig zupacken kann. Das ist alles. Ach, was starrst du mich so an? Glaubst du etwa, ich schaff's nicht? Na gut, wie wär's dann mit einem Wettstreit? Wenn es dir gelingt, diesen Erzbrocken mit einem einzigen Schlag zu zerbrechen, bekommst du die Edelsteine im Inneren. Dann lass mal sehen, was du kannst. Ich hab's ziemlich drauf, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich schaff's nicht, den Brocken mit dem Schwert zu zerbrechen. Da ist es völlig unmöglich, dass ein einfacher Reisender wie du ihn mit nur einem Schlag zerbrechen könnte. Auf einen Schlag, das wird schwierig. Das wird auch mit dem hier nicht gehen. Oh doch. Ernsthaft? Der Wahnsinn. Ich hätte eigentlich nicht wirklich geglaubt, dass das überhaupt möglich ist. Aber von wegen. Du hast es geschafft. Ich sollte wohl einfach dein Können anerkennen und dir gratulieren. Das war ein perfekter Schlag. Also wie versprochen, du bekommst die Edelsteine aus dem Erzbrocken und ich werde meine Waffe auch verschönern. Diamant ist da sogar drin gewesen. Nice. Gut, das war erstaunlich einfach, sag ich mal so. Ach, da sind wir wieder. Wieder mal ein Stall. Gibt es hier irgendwo auch einen Brunnen? Ich habe noch keinen Brunnen gesehen. Aber erstmal holen wir uns den Stallpunkt ab. Moin. Ja. Willkommen. Dies hier ist der Stall von Südakala. Oh. Danke, dass du unsere Stelle nutzt. Da dies dein erster Besuch in diesem Stall ist, erhältst du einen Stallpunkt als Bonus. Schwing, noch einen. Gut, dann noch einmal von vorne. Willkommen. Möchtest du irgendwas machen? Nö. Alles gut. Wusstest du schon, dass es einen weiteren Stall nordöstlich von hier gibt? Dort in der Nähe soll sich sogar der Pferdegott niedergelassen haben. Man sagt, dass er alles Mögliche für Pferde tun kann, sie wiederbeleben und sogar noch mehr. Deswegen ist jeder, dem etwas an Pferden liegt, glücklich, ihn in der Nähe zu wissen. Ich muss schon sagen, ich wünschte, er würde sich etwas näher an unseren Stall aufhalten. Ich guck mal, ob wir den Pferdegott jetzt mal sehen können. Wir haben generell noch so viel zu tun. Ist mein Kollege hier? Ich habe irgendwas von einem Orakel gehört. Oh, so viele Typen. Hallo? Wo seid ihr, Schafe? Nee, oder? Ihr macht auf jeden Fall Mäh. Mäh! Ihr seht so flauschig aus. Mäh! Wollt ihr auf Thumbnail? Ihr seid das Thumbnail. Ich würde sagen, oder? Warte, ich muss mich noch ein bisschen so hinstellen. So, so wird es das Thumbnail werden. Denn, meine Lieben, ihr ahnt es ja nicht, aber es ist schon wieder soweit. Der Hahn hat gekräht und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen, ganz muggeligen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gerne unterm Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.